Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Ja, Leute, es ist Swole Club Time. Ja, und wir befinden uns wirklich so auf den letzten, in den letzten Zügen, sage ich mal. Der Swole Club geht jetzt nur noch 4 Tage. Und ja, die letzten Sachen müssen jetzt nochmal durchgezogen werden. Also, ich hoffe, ihr habt inzwischen den Bobby Richtung Level 7 gebracht und den Jean ja Richtung Level 5, weil dann habt ihr noch mal ganz gute Chancen hier zum Ende hin noch ein paar Level rauszuholen. Ganz, 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 ganz entscheidende Tipps jetzt noch mal zum Ende hin, wenn euch tatsächlich noch Swole Coins fehlen sollten. Ich werde euch jetzt noch mal also weil es gibt tatsächlich Sachen, die der ein oder andere noch nicht weiß. Hier zum Beispiel, um Swole Coins zu farmen. Ja. Wenn ihr Swole Coins farmen wollt, hier unten starten wir jetzt mal. Gehen wir mal da drauf. Und jetzt mache ich mal einen Kampf auf Level 60. Dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an, wenn ich weiter runter gehe. So. Interessant ist nämlich, hier unten auch was ganz entscheidend ist, was ihr seht. Normalerweise die Tina 80 Leben, jetzt 126. Ich erkläre euch gleich, wie das Ganze überhaupt zustande kommt. So, jetzt hoffe ich, dass ich mit der Combo weiter durchkomme. Dann stehen meine Chancen eigentlich ganz gut, dass ich dieses Match hier gewinne. So. Ja, jetzt habe ich natürlich schon das erste große, also wirklich sehr, sehr große Problem. Und wie ihr seht, das Ganze wird jetzt echt sehr, 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 sehr schmerzhaft für mich ausgehen. Ich werde dieses Match hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen können, aber ich versuche natürlich mein Bestes, wie immer. So, ja. Das ist jetzt verloren gegangen, wie ihr sehen könnt. So, jetzt kriege ich hier 509 Swole Coins. Ja, 509 Swole Coins sind natürlich nicht wirklich viel. So, in weiser Voraussicht, dass das in den nächsten Matches wahrscheinlich genauso wieder passieren wird, kann ich jetzt, seht ihr das hier unten auf der rechten Seite, seht ihr da neben Stufe 51, Stufe 50, die Pfeile nach rechts und links. Hier könnt ihr nämlich selber entscheiden, auf welches Level ihr herunter möchtet. Und hierbei ist es tatsächlich völlig egal, ich werde euch das jetzt zeigen, auf welches Level ihr geht. Ich kann jetzt hier auf Stufe 20 spielen. Kann ich eigentlich nur mal direkt skippen. Ist nämlich ganz, ganz entscheidend, das zu wissen. So, also ich gehe jetzt auf Level 20, skippe das Ding jetzt hier, werde das ja wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Ja, und kriege jetzt dafür, jetzt achten wir mal darauf, was passiert, ich kriege jetzt hierfür 69 Wonderwaffs und 2036 Swolecoins. 2036 Swolecoins. 2036 Swolecoins. So. Jetzt gehen wir mal noch weiter runter. 2036 Swolecoins merken wir uns. Ja. So. 2036 Swolecoins. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Bin ich auf Level 1 runtergegangen. So. 2036. Und ich kriege 69 Wonderwaffs und 2036 Small Coins. Bedeutet also, ihr könnt tatsächlich bis runter auf Level 1 gehen und einfach nur 8-mal skippen, wenn euch Small Coins zum finalen Farmen fehlen sollten. Weil jetzt, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, der Bobby zum Beispiel. Das kostet dann schon richtig. Hier seht ihr 15.000. 15.000 Swolecoins müsst ihr haben, um den auf Level, also auf Level 7
hochzubekommen. Und wenn ihr die Taktik aus meinem ersten Video befolgt habt, dann solltet ihr eigentlich diese Coins jetzt locker noch zusammenbekommen können. Ja, als nächstes, ihr habt gesehen, ich spiele die Tina als Charakter. Und die Tina hat eben nicht nur 80 Leben gehabt, sondern über, also 120 Leben, ne? So, das hängt damit zusammen, dass ich hier die Louise auf Level 3 gesetzt habe. Ja, dann hat die schon mal 50% Bonus. Dieser Bob's Burgers Bonus ist nämlich genau das. Also, das ist jetzt natürlich zu spät, hier um noch auf Level 7 zu kommen. Macht keinen Sinn. Ja. Aber je nachdem, mit welchem Charakter ihr spielt. Ja, ich spiele mit der Tina in der Situation. Je nachdem, mit welchem Charakter ihr spielt, sucht euch hier nochmal das Ding raus, was ihr braucht, ob es jetzt ein, was weiß ich, American Dad ist, ja, oder hier Futurama, oder da hinten, also wenn ihr jetzt mit Bender zum Beispiel spielt, oder hier Hank Hill, also hier hast du King King of Hill. So. Und dieser Bonus geht natürlich auch auf euren Spielcharakter, den ihr links habt. Ne? Also da, mit dem ihr spielt. Eure Lebensanzeige, eure eigene. So, also ganz, 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 ganz wichtig: Swole Coins farmen, indem ihr runtergeht. Level, auch von mir aus auch auf Level 1, dann könnt ihr 8 mal skippen. Und um den eigenen Charakter, um dem noch ganz viele Leben mitzugeben, nochmal hier wenigstens auf Level 3 oder sowas gehen. Je nachdem, ich weiß nicht, wie das jetzt hier aussieht bei Family Guy. Da hättest du ab Rank 5 hättest du schon 100%. Ja. So, was haben wir hier noch? Hier sieht die Sache schon wieder anders aus. Hier ist Rank 7. Also hier kann man tatsächlich nochmal überlegen für Family Guy, ob man dafür, oder hier Futurama, ob man hier tatsächlich doch nochmal auf einen anderen Charakter umswitcht. Auch hier King of Hill bei Rang 5. Ja, also hier ist noch einiges drin, um die Lebensanzeige nochmal richtig hoch zu pushen. Ihr habt gesehen, mein 50% bin ich bei der Tina bei 120. Wenn ich jetzt in meine Charaktere reinschaue, die ich da habe. Bom, 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 bom. Machen wir mal Folgendes. Hier gehen wir nochmal da rein. Zack. Dann sehen wir hier, was haben wir denn überhaupt aktuell zur Auswahl? Was könnte denn der Bender zum Beispiel ist? Level 11 hat 81 Leben. Wenn ich den auf 100% kriege, dann habe ich 162 Leben. Ja, Level 5. Oder hier, King of the Hill. 78 Leben. Das wären auch 156. Ja. Plus der Faustschlag wäre natürlich noch ein bisschen höher und die Revanche wäre natürlich noch ein bisschen höher. Hier der Roger. 80 Leben, 160. Peter, 76. Naja. Die Tina hat halt, aber ich krieg die jetzt nicht mehr, definitiv nicht mehr da hoch auf Level, also auf 100%. Na, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist nun mal so. Also, letzten Endes interessante Charaktere, um jetzt nochmal mit vielen Leben zum Schluss ranzugehen, ist, wenn man hier irgendwo einen Peter relativ weit oben hat. Family. Oder war das Family? War bei Family Guy? Nein. Bei Family Guy war es nicht, ne? Moment mal. Jetzt muss ich mal ganz überlegen. War nicht bei Family Guy. Bei Family Guy waren es auch erst ab Level 7, soweit ich das in Erinnerung habe. Gucken wir nochmal hier durch. Family Guy. Nein, war auch schon ab Level 5. Schon ab Level 5. So. Also, das sind Charaktere, die durchaus nochmal Sinn machen, je nachdem, wie viele Leben ihr rausholen könnt. Ja, da nochmal eine Serie auf 100% hoch zu pushen, um dann eben die doppelte Lebensanzahl da unten zu haben. Das kann auch nochmal den einen oder anderen Sieg bedeuten.
Na, für euch. Ja, wenn euch dieses Video ein wenig geholfen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Auch, ich freue mich auch einfach nur über einen Kommentar. Abos wäre natürlich viel cooler. Empfehlt uns doch einfach mal weiter. Ja, wenn ihr wisst, dass andere Leute auch noch Throwdown spielen oder Fortnite oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.